Ja, hello zusammen, schön, dass ich da bin. Mensch, und wie voll das da unten schon wieder ist, ey. Ihr sitzt da so eng auf deiner Bank, ey. Da können wir nur froh sein, dass sich Kenner als Luftballon verkleidet hat, ne? Ja, die haben immer so Platz, Angst. Aber bevor ich jetzt wirklich anfange, muss ich jetzt erst einmal kontrollieren, leider, ob ihr auch wirklich alle berechtigt seid, hier zu sitzen. Ne, bei Leuten, die zum Lachen in den Keller gehen, die sind da grundsätzlich erst einmal sehr verdächtig. Ne? Also ich hoffe, ihr habt alle eure Prüfung gemacht und euren Schein dabei. Für alles brauchst du in Deutschland einen Schein. Na, da ist einer 30 Jahre lang in der Firma Gabelstapler gefahren und jetzt dürfen er es auf einmal nichts mehr, nur weil er halt nie einen Schein dafür gemacht hat. Na, oder Achtung, echtes Beispiel jetzt bei uns in Schweinfurt. Da musst du einen eintägigen Lehrgang machen, den du alle 3 Jahre wiederholen musst, nur damit du ein Hüpfburg aufblasen dürfst. Ey, da könntest du doch aus der Haut fahren, da könntest du ein Kettensägen-Massaker anrichten. Geht aber auch nicht, weil du keinen Kettensägenschein hast. Für alles brauchst du einen Schein, ne? Ja, es sei denn, du hast den Universalschein, ne? Den Joker, der überall gilt, ne? Den du für alles einsetzen kannst, weltweit, den Schein aller Scheine. Ne, ich hab da immer so ein paar dabei. Ne, ich sag nur Sommermärchen, ne? Von der Kindheit bis zur Bahre scheint der Schein das einzig Wahre. Doch kommt's auch vor, dass der mal lügt. Beachte, dass der Schein oft trügt. Wir sollten mehr die Menschen achten und nicht die Scheine, die sie machten. Ohne Lappen, ja ohne einen Schein, wirst du niemals Fahrer von irgendwas sein. Auto, Traktor, Moped und LKW, Fahrrad, Dreirad, Bobbycar, noch nicht mal Rollator, nee, nie fahren, nein, das wirst du nie fahren, nee, das wirst du nie fahren. Denn ohne Schein und ohne Pass macht in Deutschland niemand was. Bei uns auf dem Dorf ruft man mich oft an, ob ich auf dem Festle am Grill helfen kann. Ich bin so ein Typ, ich sag ungern nein, doch Gott sei Dank hab ich kein Lebensmittelverkäufer, Hygiene, Belehrungsbestätigungsschein. So fange ich nie an, nein, so fange ich nie an, nee, so fange ich nie. Denn ohne Schein und ohne Pass macht in Deutschland niemand was, außer Kinder vielleicht. Die Himmelfahrt dann am Lebensend geht ganz ohne Fahrschein, ich falt nur die Händ. Der Petrus, der öffnet die goldene Tür, schaut mich an und fragt mich, was willst denn du hier, wo willst du hin? Hier oben kommst du so nicht rein, zeig mir erst deinen heiligen Schein. Hiemann, hey, wo bist du? Hiemann, Mensch, wo bist du? Hiemann, hier oben kommst du so nicht rein, zeig mir erst deinen heiligen Schein.